Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem seit langem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seht, heute sind wir mal auf der U-Bahn wieder unterwegs, genauer gesagt die U4. Ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, dass ich ein Rework-Programm gestartet habe. Quasi ein Update auf die Originalversion des Entwicklers der Map U4. Erlaubnis ist da. Das heißt, es geht richtig los. Ich sitze schon seit längerem daran und bin jetzt erst zu Porto gekommen. Wie man schon sagen will. An sich sind die Bahnhöfe grob fertig. Ich arbeite aber trotzdem noch an was. Und zwar kommt da noch die U1, ein Teilabschnitt der U1, seht ihr da hinten, hinzu. Und das dauert auch seine Zeit. Wo der schwierigste Punkt natürlich hier das Kreuz ist, genau. Aber das kommt alles natürlich noch. Sagen wir, steigen mal ein in unserem A3L. Ansagen, ich habe eine Hofdatei extra angefertigt. Hier noch das komische Ibistron, wie ich es nenne. Aber das funktioniert noch nicht ganz. Ich finde den Fehler bisher noch nicht. Ich glaube, das war Route 1. So, und wir sagen, ich fahre ohne Fahrplan, weil das hier noch nicht ganz hinhaut. Sagen, wir fahren einfach mal los. Jo, ich habe mit Auxi so ein bisschen an der Fahrerperspektive gebastelt. Das passt jetzt hier soweit. Leute. Ihr seht, hier hat sich schon viel getan an dem Bahnsteig. Die blinken beide. Okay. Also ich weiß nicht warum. Ich habe im OMSI-Editor die Möglichkeit, hier einen Display-Text einzufügen. Zug nach Hallo. Innsbrucker Hallo. Platz. Hallo. Hallo. Einsteigen Guten bitte. Tag. Ja, passt doch. Hallo. Wunderbar. Hallo. Hallo. Richtige Route. Viel kann ich auch noch gar nicht sagen. Hallo. Hier ist sehr viel provisorisch hingestellt, wie zum Beispiel der Automat, den Mülleimer. An manchen Bahnhöfen die Fahrgastanzeiger, die Fahrzeuganzeiger. Hier, das Feuerdings, das sind private Objekte, die kann ich noch nicht, die kann ich nicht mitliefern, werde ich auch nicht. Da warte ich, bis ich Ersatz habe oder die fliegen ganz von der Map. Ich habe die nur für mich jetzt quasi drauf gemacht. Ansonsten ist auch viel von der U5 mit übernommen worden von Objekte. Wie hier. Ist auch nur provisorisch das Ding hier. Oder es geht nämlich hier rüber. Bisschen gepfuscht hier. Und hier oben entsteht der andere Bahnsteig. Genau. Zurückbleiben, bitte. Fahren wir los. Ich muss nur mal ganz kurz hier vor die Weiche stellen. Ist perfekt. Und an der Geschwindigkeit des Zuges habe ich geschraubt. Also ich kann es ein bisschen schneller fahren. Die Fahrpläne und Signalrouten sind alle noch vom Entwickler, die werden sich nicht ändern. Weil ich nicht weiß, wie das geht. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, dass der Zug hier an dem Signal stehen bleibt. Das kriege ich so nicht hin. Das wird auch auf der U1 dann, auf dem Abschnitt Kurfürstenstraße. Ulanstraße wird das sein, werde ich das nicht hinkriegen.
fährt der? Fährt der, Leute, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? So, ich bin zu weit vorne. Oder? Nö, okay, das passt noch. So. Zug nach Innsbrucker Platz. Auch mal ein bisschen das Repaint angepasst. Zurückbleiben bitte. Allerdings funktioniert, glaube ich, ab bayerischer. Nee. Ah ne, sind wir ja jetzt. Ich glaube, ab nächster Station funktioniert dann die Ansage nicht mehr. Warum auch immer. Ich weiß, wie man Hofdateien schreibt. Das hat sich hier auch nicht geändert, aber allerdings will das hier nicht. Warum auch immer. Ich finde den Fehler nicht. Bayerischer Platz. Genau jetzt. Zur U7. Und ich glaube, weiter geht das auch nicht. Das wird sich gleich zeigen. Das Signal gilt nicht für uns. Das ist nämlich Dauerrot. Warum auch immer die Sonne hier reinscheint. Also ihr seht, es hat sich viel getan. Zug nach Innsbrucker Platz. Okay, das scheint noch. Einsteigen bitte. Kann auch sein, dass es geht. Ich weiß es nicht, aber die letzten Male ging es nicht. Ich habe schon, ich glaube, 2 Tage lang habe ich in der Hofdatei gesessen, um den Fehler zu finden. Zurückbleiben bitte. Steigt alle schneller ein. Steigen auch immer an Tür 2, ne? Hallo. Rein in die gute Stube. Boah, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, ja, immer. So, und jetzt habe ich weitergeschalten und es geht nicht. Okay. Geht immer noch nicht. Vielleicht schneide ich in dem Editor, im Video-Editor nochmal die Ansagen dazu. Fahren jetzt 65, 60 konnte der Zug nur vorher. So, wir versuchen mal weiterzuschalten. Hallo. Und das geht nicht, ne. Zug nach Innsbrucker Platz. So, hier die Anzeigen, die kann ich auch nicht. Einsteigen bitte. Hier hat sich das auch noch mal ein bisschen verändert. Das, ne? Davon fange ich erst gar nicht an. Und dann hier hinten auch noch mal. Zurückbleiben bitte. Dann nehmen wir doch das Ansagen-Dings hiervon. Komischerweise geht das auch nicht auf der Rückfahrt. Da geht's auch nur bis Viktoria-Luise-Platz und der Neuendorf-Platz macht er nicht mehr, die Ansagen. Ich weiß es nicht, die Ansagen sind vorhanden, die Ordner sind vorhanden. Es ist alles vorhanden. Übergang zur S-Bahn. Dieser Zug endet hier. Aber warum der das nicht macht, weiß ich nicht. Müssen wir mal kurz uns vorschummeln.
steht schon der Kollege. Sehr schön. So, dann sind wir angekommen. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the train here. Der schildert immer noch. Ja, die KI findet auch nicht, trotz richtiger Hochdatei, ein Schildschild. Ich kann nicht mehr reden. Zielschild, so. Da muss ich auch nochmal schauen, was ich da falsch gemacht habe. Ja, das war's. Ich zeige euch nochmal so ein bisschen. Das ist jetzt so das Grobe hier. Ja, sind wir schon raus. Ist, aber die KI, die hier weiß, dass es hier entlang geht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr freut euch hoffentlich. Und dann heißt es bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Video, zum nächsten Preview. Alle Informationen zu dem Projekt findet ihr auf der Website. Ich verlinke das nochmal. Die befindet sich gerade im Aufbau, die Seite für die U4. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, Abend, gute Nacht, was auch immer.